Ja, meine Freunde, damit herzlich willkommen zu einem, wie ihr seht, einem anderen Video. Heute geht es hier einfach mal um ein paar Informationen. Ich bin hier im Euro Truck Simulator. Hallo Kollege, servus. Im Euro Truck Simulator. Und ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Ich muss eine Ladung holen und das machen wir dann ganz. Warum? Im ETS? Ganz einfach, weil wir da einfach mal ein bisschen quatschen können. Wir können mal eine Runde quatschen und ich kann nebenbei einfach nichts tun im Endeffekt, sondern einfach nur fahren und ein bisschen auf den Verkehr natürlich achten, logisch. Aber das war's auch schon. Und mehr muss ich im Endeffekt auch dann nicht tun. Wenn man mal Lenkrad jetzt im Hintergrund hört, dann tut es mir nicht leid. So, einfach mal, oh ja, ja, ich muss vielleicht mal umschalten. Dann tut es mir nicht leid, sondern dann ist das ja pure Absicht, denn ich habe das ein bisschen zu heftig eingestellt. Und jetzt habe ich den Kollegen hier umgefahren. Egal, so muss es sein. Ich habe eine Fracht bekommen. Nach Bratislava. Na, wollte ich eigentlich nicht hinfahren, aber ist egal. Wir fahren ja eh nicht die ganze Strecke, denke ich. Sondern wir labern einfach eine Runde, ne? Das ist einfach nur ein kleines Euro Truck Simulator Info-Video, könnte man sagen, mit dem Truck hier, den ich hier habe. Das ist es, glaube ich, schon. Machen wir natürlich die Warnblinker mal an. Ist es das da hinten oder ist es das da hinten? Ich glaube, die ist es. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die. Wir gehen mal kurz raus hier. Und. Oio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 
Ach, weiß der. Ich muss, glaube ich, hier gar nicht hin. Ich muss woanders hin. Kann das sein? Kann das sein, meine Damen und Herren? Nee, kann das sein? Ich muss... Nee, ich bin noch da. Ich bin doch... Was ist... Hallo? Ich werd böse. Ich krieg die Akku. Das gibt's doch nicht. So eine schlechte Vorbereitung und das nur für ein Infovideo. Hallo, ey, Kollege. Wo ist denn jetzt hier die Ware, bitte? Kannst du mir das mal verraten, ihr Spagnaten? Frachtmarkt. Frachtmarkt. GPS. Auftrag annehmen. Glaubst du es? Ich habe alles gemacht, aber das nicht. Ich kann es nicht fassen. Ich bin schockiert über meine Aufmerksamkeitsspanne. So. Jo, hallo Pfeiler. Oh, ja. So, aber jetzt muss das Ganze klappen. So, wir müssen aufladen folgende... Mach das mal weg jetzt hier. So, wir müssen aufladen folgendes. Und zwar... Das hier. Und jetzt... Uiuiui. Langsam. Einmal kurz drehen etwas. So, Rückwärtsgang einlegen natürlich. Warnblinker ansetzen, dass auch jeder hier Bescheid weiß. Ey, Moment mal, der fährt jetzt rückwärts. So. Und... Willst du mich verarschen? So langsam regt mich das Spiel auf. Lüftungsschacht, das sind doch die Lüftungsschächte. Lieferung fortsetzen. Hallo? Wisst ihr was? Wir kommen gleich zum Infovideo zurück. Ich kläre das schnell und werde dem Typen davor nochmal eine in... ne? Hauen. Also, wir sehen uns dann gleich wieder zum Infovideo. Ich schneide das auch aus Provokation für dieses Spiel hier rein. Ne? Nur zur Info. Also, bis gleich. So, meine Freunde, und damit willkommen zurück. Ja. Oh. Nein. Nein. Ah! Nein! Hier. Das. Nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Nein. Oh Gott. Hilfe. Chaos. Pur bei mir. So. Ich habe jetzt aufgesattelt. Ich hatte im Menü Aufsatteln für Erfahrene ausgewählt. Und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt falsch war, was ich da machen muss. Ja, es tut mir leid. Muss ich mich vielleicht das nächste Mal informieren. Wir machen ein bisschen Licht an auf jeden Fall. Denn hier ist es doch recht dunkel. So, wir müssen das, diese Lieferung wegbringen. Das Ganze machen wir. Und jetzt fangen wir auch mit dem Infovideo an. Hi, willkommen zum Infovideo. Worum geht es? Natürlich geht es um meinen Kanal, im Allgemeinen, um alles einfach. Ich möchte euch einfach nur kurz auf den neuesten Stand bringen. Hier ist mein Firmensitz, hallo. Auf den neuesten Stand bringen. Und das Ganze ist auch folgendermaßen. Wir haben aktuell, ich habe ein bisschen den Uploadplan geändert, habt ihr bestimmt schon gesehen. Ne? Hab den ein bisschen angepasst, hab das ein bisschen geändert. Und hab mir gedacht, hey, wir arbeiten mal ein bisschen anders da. Wie arbeiten wir? Wir arbeiten folgendermaßen. Ich habe ja jetzt WoW zum Beispiel laufen, hatte WoW, World of Warcraft Liedchen, die Levelreihe von meinem Krieger täglich rausgebracht. Habe das jetzt umgeändert auf, ich glaube, dreimal die Woche, wenn ich mich recht entsinne. Und ich werde das auch, denke ich, so weiter lassen. Warum? Ganz einfach, weil ich finde, ich möchte versuchen, tägliche Videos rauszubringen, aber ich möchte nicht täglich. Ich gehe jetzt von mir einfach aus. Ich habe nicht die Zeit zu sagen, oder ich habe nicht, auch nicht die Muße zu sagen. Weiß nicht. Ich gucke mir täglich eine Reihe an. Wenn es jetzt eine Playlist ist, dann sieht das anders da aus. Also ist vielleicht ein doofes Beispiel. Aber ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und das mache ich, indem ich einfach sage, okay, wir bringen mehrere Folgen in der Woche, aber verschiedenes eben, was wir ja auch aktuell tun, muss ich sagen, ne? Machen wir ja aktuell. Ich habe jetzt montags zum Beispiel, montags, mittwochs und auch, wenn ich mich, ja, freitags glaube ich auch, haben wir World of Warcraft Legion, die Levelreihe von unserem Krieger. Dienstags und mittwochs haben wir Minecraft Technik, nein, dienstags und donnerstags, Entschuldigung, haben wir Minecraft Technik.
Ich fahre zu schnell, egal. Ich will an dem vorbei. Haben wir Minecraft-Technik. Dann haben wir Nachmittagsprojekte. Und diese können variieren. So ist meine Idee, so ist mein Plan. Also ich hoffe, ihr könnt mir da so ein bisschen folgen, wie ich das Ganze meine. Wir haben dienstags, nachmittags sowie auch donnerstags. Dienstag und donnerstag sind der PvP-Tag nachmittags. Das heißt, dort kommt definitiv World of Warcraft Legion PvP, sprich Battlegrounds. Das ist bestimmt lustig, kommt auch heute wieder. Heute ist Dienstag. Ich hoffe, dass ich das heute am Dienstag auch noch hochgeladen habe. Ich weiß es gar nicht, ich denke und hoffe. Und ja, so möchte ich das auf jeden Fall weiterbehalten. Dann haben wir natürlich so ein Zwischendurch-Projekte, beziehungsweise was mir, ein Projekt, was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, ja fahr doch Mann, ja hopp hier, komm in die Pötte. Was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, und zwar der Landwirtschaftssimulator. Der Landwirtschaftssimulator 2015 ist natürlich in die Jahre gekommen. Ist ja auch schon ein bisschen alt. Der neue kommt ja jetzt raus. Ich glaube am 25. Oktober kommt Landwirtschaftssimulator 2017 raus. Auch diesen werde ich natürlich spielen. Ob ich dann das Projekt LS15, was ich aktuell habe, abbrechen werde oder ob ich dann sage, nee, ich lasse das weiterlaufen, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das weiß ich nicht. Bei LS15 haben wir ja was ganz Besonderes, oder habe ich ja was ganz Besonderes gemacht. Und zwar ist es so ein bisschen mit einer Story verbunden und ich hoffe, es gelingt mir gut, dass ihr auch so ein bisschen in diese Story einlebt. Ich versuche trotzdem allerdings es auch ein bisschen zu behandeln wie ein Let's Play, könnte man sagen. Ich glaube, das merkt man auch, dass ich das so versuche. Uiuiui, Vorsicht. Ich denke, das merkt man auch, dass ich das so ein bisschen versuche, wie ein Let's Play zu behandeln. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Die Story macht... Es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. LS15 so in diesem Story-Format sozusagen zu arbeiten, macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur für mich den LS Landwirtschaftssimulator spiele. So habe ich so eine kleine Story mit im Hintergrund. Klar, sie ist komplett erfunden, muss ich dazu sagen. Sie ist frei erfunden natürlich. Aber ist okay. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich muss sagen, mir hat so ein bisschen die Abwechslung bei YouTube gefehlt. Ich mache jetzt das ganze Jahr seit, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren. Mehr oder weniger erfolgreich, kann man sich drum streiten. Ich bin aber so, wie es ist, zufrieden. Mich stört es nicht, dass es langsam vorangeht. Für mich ist eher wichtig, dass es euch Spaß macht, dass es der Community Spaß macht. Und ich habe auch wirklich, muss ich einfach sagen, 4 absolute super Zuschauer mittlerweile, die echt hardcore am Kommentieren sind, die Ratschläge geben auch zum Teil. Ja, muss ich erst sagen, vielen, vielen Dank dafür und an den Rest natürlich im Allgemeinen vielen Dank dafür. Und es macht mir einfach wirklich immer noch sehr, sehr, sehr viel Spaß, das Ganze überhaupt zu machen. Wenn ich jetzt auch mal über meinen Schatten so ein bisschen springe, ich bin ein bisschen krank, also nicht wundern, wenn es mir komisch anhört. Wenn ich über meinen Schatten so ein bisschen springe und dann auch mal sage, hey komm, ich pack mich jetzt abends hin und ich schmeiß den Stream an, egal ob meine Frau jetzt im Hintergrund ist und man sie halt mal hört oder so, vielleicht, kann ja sein, dann werde ich auch öfter streamen. Es ist halt so eine persönliche Sache. Vielleicht hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, der ein oder andere, der vielleicht Let's Plays auch macht oder andere Videos macht, der kennt das. Es stört mich, wenn bei mir jemand im Raum sitzt, der einfach mir zuhören kann, ja, wo ich mir dann denke, wie ich so abspacke in einem Livestream oder auch bei einem Let's Play oder so. Das stört mich irgendwie. Aber mittlerweile auch aufgrund von meinen absoluten treuen Jungs hier, meinen treuen Zuschauern hier, der Marc zum Beispiel, der Gamer und dann natürlich auch die Windwalkerin. Und ich denke auch der Stefan, der sich ja auch neu dazu gesellt hat, was mich auch sehr freut. Freut mich auch, dass er mit an Bord ist natürlich. Auch der Marc vor allem, der mir wirklich intensiv schon gesagt hat, auf der Gamescom jetzt zum Beispiel, ey, das ist doch egal, mach dein Ding so wie es ist und das passt. Das mache ich. Das werde ich machen und ich denke, wir werden das auch hinkriegen mit ein paar Livestreams zwischendurch. Das andere ist, natürlich wollte ich FIFA spielen, muss ich dazu sagen. Ich wollte FIFA 17 spielen, habe FIFA 16 angefangen, habe dann ganz vergessen, dass der FIFA 17 bald rauskommt. Jetzt wollte ich FIFA 17 spielen, ich habe FIFA 17 ein bisschen aufgenommen. Ich habe mir es noch nicht gekauft zum aktuellen Zeitpunkt
Und ich glaube, ich werde es mir auch so noch aktuell zumindest noch nicht kaufen. Lass mich mal rum, bitte. Warum? Weil ich nehme FIFA 17 auf. Ich habe Frühzugang trotzdem durch dieses Origin Assess Ding habe ich ja trotzdem Frühzugang 10 Stunden. Ich nehme auf jeden Fall FIFA 17 auf, Karriere auch. Und werde aber diesbezüglich noch etwas warten, bis ich mir es kaufe. Ich nehme jetzt im Voraus schon mal ein bisschen auf. Werd das alles Paletti super schneiden, werd das dann alles veröffentlichen. Da die FIFA 17 Folgen nicht täglich kommen, sondern auch diese Folgen eher, was habe ich gesagt, ich glaube, zweimal in der Woche kommen, reicht mir das, um zu sagen, ich hole mir das Spiel vielleicht nächsten Monat. Ja? Das hat jetzt nichts mit dem Geld zu tun oder so, sondern einfach, weil ich im Moment viel mein Augenmerk auf WoW Legionen setzen möchte, viel auf Minecraft Technik, was ganz normal weitergeht, und vor allem aber auch auf den Landwirtschaftssimulator 2015 setzen möchte. Denn da möchte ich vorankommen. Und dieses Projekt möchte ich vielleicht sogar dreimal die Woche bringen. Das heißt also, dass ich das montags, mittwochs und freitags bringe. Nachmittags. Das ist ein Nachmittagsprojekt, schön zum Abend. So ein kleines Storyprojekt. Die anfänglichen 5 Folgen, die sind nicht so gut gelungen. Die nächsten, die aktuellen, neueren Folgen, die sind mir sprachlich ein bisschen besser gelungen, auf jeden Fall. Ich habe das Mikro falsch positioniert gehabt, deswegen ist das ein bisschen doof. Wie gesagt, wenn man mein Lenkrad im Hintergrund hört, jetzt oder auch bei LS, dann ist es nun mal so. Ich muss hier jetzt nicht ein extremster professioneller Stream oder ein extremster professioneller professionelles Video bringen. Also meine Videos sind von der Qualität her, glaube ich, sehr gut mittlerweile. Also gut, sehr gut. Ja, Mist. Sehr gut, vielleicht nicht. Geht bestimmt noch viel, viel besser, aber ich bin zufrieden und ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch gefällt das. Das andere Ding ist, ich habe heute wieder sehr viele M's drin, ich weiß. Das andere Ding ist natürlich, dass ich auch ein bisschen viel streamen möchte. Ich auch nebenbei, im Moment, da ist auch noch gesagt, ich nehme aktuell ein Zwischendrin-Projekt nebenbei noch auf, dass ich, wenn es absolut eng werden sollte, für den Notfall raushau. Das heißt, wenn ich keine Folgen mehr habe, wenn ich jetzt krank werde, wenn ich jetzt wirklich flach liege, weil ich bin hier momentan wirklich extremst am Kränkeln. Lass mich mal rum. Wenn ich dann wirklich jetzt die Tage flach liegen sollte und ich habe dann keine Folgen mehr, was nicht so ist, weil ich einiges vorproduziert habe, dann habe ich ein Notfallprojekt, was ich veröffentlichen kann. So ist dieser Plan. Das ist ein kleines Mini-Projekt und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch das mal zu machen. So seid ihr ein bisschen aktuell in diesem Infovideo, was ein bisschen chaotisch gestartet ist, auf dem aktuellen Stand auch. Und das andere einfach, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, nach wie vor Let's Plays aufzunehmen. Die Releases-Videos natürlich auch, aber die habe ich momentan ein bisschen leider, ja, vermasselt. Ja, da habe ich ein paar Probleme gehabt, die habe ich ein bisschen vermasselt, weil ich keine Zeit hatte, sie aufzunehmen, was mich ein bisschen geärgert hat, aber so ist es nun mal. Und ich mache jetzt einfach mal hier den schnellen Modus, weil es ist hier frühs und ich muss gleich los. Also was heißt frühs? Es ist 12 Uhr und ich muss gleich nochmal los. Was ich noch sagen wollte ist, wenn ihr sagt, hey, ich möchte von dem und dem Projekt aber gerne mehr sehen als nur ein paar Tage. Sagen wir mal von WoW zum Beispiel, wenn ihr sagt, hey, ich will WoW Legion ist natürlich ein geiles Spiel, aber ich würde das gerne ja öfters sehen, statt nur 3 Tage. Dann gucken wir, dass wir da was anderes machen. Dann haue ich vielleicht noch eine vierte Folge in die Woche rein, so am Wochenende oder so. Dann schreibt es einfach in die Kommis. Oder Minecraft Technik. Oder der Landwirtschaftssimulator. Wenn er sagt, nee, der interessiert mich sehr, dann machen wir das. Dann gucken wir, dass wir da was Geeignetes machen können. Bei WoW an sich kann ich schon mal sagen, dass da die PvP-Folgen dienstags und donnerstags kommen, ganz normal. Die bleiben auch da. 2 Tage die Woche. PvP Dienstag, PvP Donnerstag kann man sagen. Und ansonsten muss ich sagen, werden wir schauen, wie wir das Ganze in Zukunft machen. Wir werden auch vielleicht ein paar Gäste haben. Vielleicht hat jemand Lust, im Landwirtschaftssimulator mal mitzuspielen.
der sich da auch ein bisschen in diese Rolle einfinden kann, eines Helfers zum Beispiel. Oder auch natürlich irgendwie ein gemeinsamer Stream, das ist alles so, kann man alles immer machen. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein kleines Infovideo gemacht, was jetzt noch ein bisschen länger gedauert hat, also was ein bisschen länger geworden ist, mit dem Eurotruck Simulator im Hintergrund. Und ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, was das alles betrifft. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn euch im Allgemeinen die Sachen gefallen, die ich mache, dann Abo und Däumchen hoch, wie auch immer. Ich sage das normal eigentlich nicht so, aber würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben solltet, dann am besten über Twitter. Facebook ist schön und gut, da schaue ich immer rein. Aber ich poste grundsätzlich erst bei Twitter und dann wird es automatisch auch auf Facebook gepostet. Deswegen am besten über Twitter followen, das ist die einfachste Variante, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns oder hören uns dann in einem der nächsten Videos von mir. Macht's gut, euer Nightghost. Ciao.